Hallo und herzlich willkommen zum KMK-Magazin auf RTV, Ihrem Infomagazin rund um Kongresse, Messen und Events in Karlsruhe. Wir melden uns aus den Räumen der BW Bank. Hier fand soeben die Pressekonferenz zum BW Bank Meeting 2010 statt. Einer der Topstars, Ariane Friedrich. Das Duell zwischen Ariane Friedrich und Blanka Vlasic war das Highlight des letztjährigen Jubiläumsmeetings. Vlasic war als Weltmeisterin in die Europahalle gekommen und lieferte sich mit Friedrich in der ausverkauften Europahalle ein grandioses Finale. Mit der passenden Startnummer 205 übersprang die Deutsche die 2,05 Meter und stellte damit eine neue Weltjahresbestleistung und einen neuen Meetingrekord auf. Das BW Bank Meeting war für Friedrich der Start ihrer bisher erfolgreichsten Saison. Ungeschlagen in der Halle, deutscher Rekord mit 2,06 Meter und der dritte Platz bei der WM in Berlin, nur einige ihrer Erfolge. Meetingdirektor Alain Blondel dürfte es also nicht schwer gefallen sein, sie auch für das kommende Meeting zu verpflichten, an das sie wieder die gleichen hohen Ansprüche richten wird wie an das letzte. Ja, sicherlich. Also ich mache grundsätzlich nur Wettkämpfe, bei denen ich gewinnen will und das auch immer mit einer guten Höhe. Also das ist einfach mein Grundanspruch und ich hoffe auch, dass nächstes Jahr wieder ein sehr, sehr schönes Meeting wird und dass hoffentlich eine gute Höhe bei rausspringt. Gute Höhen erhoffen sich auch die Stabhochspringer, bei denen sich Rekordsieger und Mr. Stabhochsprung Tim Lobinger vielleicht zum letzten Mal dem Karlsruher Publikum präsentieren wird. Mit ihm, sofern er fit ist, wird sich auch traditionell 2010 die Stabhochsprung-Elite in der Europahalle treffen. Neben den Traditionswettbewerben, zu denen auch wieder die Kurzsprints mit und ohne Hürden gehören werden, hat Blondel auch zwei eher ungewöhnliche Wettbewerbe ins Startprogramm genommen. Ja, das sind besonders bei den Frauen, wo wir zum ersten Mal eine 3000 Meter organisieren werden. Das ist noch nie in der Halle von den Frauen gelaufen. Bedeutet sofort neues Hallenmeeting, Rekord, Meetingrekord auf die Strecke. Und dann als zweiter Wettbewerb ein 4x100 Meter Staffel mit Sonderbesatzung. Und ich hoffe, ich bin eine gute Sache dabei, dass der deutsche Staffel, der in Berlin Dritter bei den Weltmeisterschaften geworden ist, sich vor Karlsruher Publikum zeigen kann. Traditionell gehört die Karlsruher Veranstaltung zu den führenden der Welt unter dem Hallendach. 2004 und 2005 war es sogar das beste Meeting weltweit. 2010 bildet es 6 Wochen vor den Weltmeisterschaften den Anfang der großen Hallenmeetings, was sicher jede Menge Weltjahresbestleistungen mit sich bringen wird. Denn aufgrund seiner zuverlässigen Sponsoren wird Blondel das Meeting wieder mit internationalen und vor allem nationalen Stars bestücken können. Und das trotz der Folgen der Weltwirtschaftskrise. Weltwirtschaftskrise gab nicht. Wir sind voll drin. Das heißt, die ganze Wirtschaft weltweit versucht sich neu aufzubauen. Und klar, wir spüren das auch. Aber auf einem Niveau, wo das relativ vertragbar ist. Wir sind noch nicht so vielleicht hundertprozentig so weit. Aber wir sind gute Sache dabei, dass wir unseren Etat wieder behalten können. Und das ist schon das Wichtigste für uns, dass wir dann das Niveau von dem Meeting behalten können. Dass das BW Bank Meeting ein Garant für hohes Niveau ist, zeigt auch der neue Fernsehvertrag. Eurosport wird das Meeting in 116 Millionen Haushalte in 55 Länder übertragen. So wird man auch in Asien, Afrika und Südamerika die Höhenflüge von Ariane Friedrich verfolgen können. Vom BW-Bank-Meeting in der Karlsruher Europahalle machen wir einen Sprung hier an den Festplatz Karlsruhe, ins Kongresszentrum, in die Stadthalle Karlsruhe. Hier dreht sich im Januar alles rund um den schönsten Tag im Leben. Unter freiem Himmel, in ausgesuchten Locations oder in den eigenen 4 Wänden. Damit Feste gelingen und lange in Erinnerung bleiben, informieren die Karlsruher Hochzeits- und Festtage vom 16. bis 17. Januar 2010 im Kongresszentrum Karlsruhe über das gesamte Spektrum von Räumlichkeiten und Catering, über Dekorationsmöglichkeiten bis hin zu festlicher Kleidung und Schmuck für Jubiläen, Hochzeiten und andere besondere Anlässe. Einer, der für Sie den schönsten Tag im Leben planen kann, ist Eventagenturbesitzer Robert Groh. Er weiß immer, wo die neuesten Trends hingehen. Der Trend bei dieser Messe geht 2010 eindeutig in den Bereich der Tabufarben, würde ich mal sagen. Also es ist immer mehr gefragt, so die ausgefallenen Sachen, nicht mehr klassisch weiß, grün oder eben rote Rosen, weiße Rosen, sondern es geht schon mal in Altsilber mit Pink oder mal Schwarz-Gold oder komplett in Silber oder eben die Motto-Hochzeiten. Das ist sehr beliebt momentan an außergewöhnlichen Orten.
Doch auch dort muss die Hochzeitsgarderobe passen. Wer sich sein Brautkleid nach Maß schneidern lassen möchte, ist bei Maß Atelier Brandt genau richtig. In Sachen Bekleidung können Sie sich hier in aller Ruhe zurücklehnen und Ihnen Ihr individuelles Hochzeitsoutfit nach Ihren Wünschen und Vorstellungen sprichwörtlich auf den Leib schneidern lassen. Wir nehmen sehr viel Rücksicht auf die Wünsche der Kunden. Natürlich immer in der Form, dass es vom Typ und vom Stil her dazu passt. Ganz wichtig natürlich ist auch der Preis am Ende, der ausschlaggebend ist, für was sie sich dann entscheiden. Uns wird immer wieder gesagt, dass die Sachen von der Stange teurer sind, wie das, was man bei uns zu fertigen kriegt. Romantische Sandstrände, einsame Buchten und azurfarbenes Meer. Gemeinsam weit ab vom Alltagstrubel die Meeresstille an Bord des Luxuskatamarans Sea Anemone genießen. Die Seele baumeln lassen oder selbst aktiv die Segel setzen. Mit Wedding Sail bietet das Fotostudio Beatrix Krone Brautpaaren die einmalige Gelegenheit, erholsame Tage an der Côte d'Azur zu verbringen und diese wunderbare Zeit in professionellen Hochzeitsbildern vor traumhafter Kulisse festzuhalten. Auf den Karlsruher Hochzeits- und Festtagen verlost Wedding Sail unter den Hochzeitspaaren einen Kurzturn auf der Sea Anemone inklusive Vollverpflegung an Bord und mit professionellem Fotoshooting im eigenen Hochzeitsoutfit.